In diesem Video seht ihr, wie einfach Wigschweißen mit dem Leuchtkobalt Welding Package ist und wie lange es dauert, bis ein Anfänger seine erste Schweißnaht mit dem Kobalt schweißen kann. Außerdem erfahrt ihr mehr über die speziellen Features des Leuchtkobalts und wie auch das Schweißen mit Kaltdraht funktioniert. Unserer Erfahrung nach ist es überhaupt nicht komplex, mit dem Kobalt zu schweißen, weder im Verfahren WIG noch im Verfahren MAC. Unsere Erfahrung zeigt, dass unsere Kunden so nach 1 bis 2 Tagen eigentlich schon sehr gut auch komplexe Bauteile selber schweißen und programmieren können. Inzwischen ist es sogar so, dass wir ein E-Learning-Konzept haben, bei dem wir die Möglichkeit haben, unseren Kunden vorab die Bedienung online näher zu bringen und somit oft viele schon innerhalb von nur 30 Minuten die allererste Schweißnaht schweißen, wenn sie ihr System erhalten haben. In unser WIG Kobalt Welding Package ist die Erfahrung eingeflossen, die wir schon bei über 50 Kobalt-Partnern gesammelt haben. Hier haben wir zum Beispiel eine eigens optimierte Stromquelle für das Kobalt-Schweißen entwickelt, sowie einen Brenner mit Bajonettverschluss, der einen schnellen und einfachen Elektrodenwechsel problemlos ermöglicht. Dazu dreht man die Verschlussmutter einfach um 90 Grad, zieht den Brenner ab und kann problemlos die Elektrode schnell auswechseln. Für einen extrem schnellen Brennerwechsel kann man sich auch einen zweiten Brennerkörper auf Lager legen. Hiermit hätte man dann die Möglichkeit, innerhalb von ungefähr 5 Sekunden einen TCP-genauen Wechsel des Brenners durchzuführen. So einfach geht das. Wir haben seit über 10 Jahren bereits ein sogenanntes WIG-Kaltdrahtsystem am Markt. Hierbei wird die Drahtelektrode über einen Schlauch und ein Rohr direkt dem WIG-Lichtbogen zugeführt. Somit sind auch sämtliche Anwendungen abdeckbar, die sonst vom Handschweißer mit Zusatz geschweißt werden. Diese sind somit auch mit dem Kobalt schweißbar. Wenn ihr mehr über die WIG-Ausführung des Lorch Welding Packages, das Sicherheitspaket und den neuen FreeDrive-Taster erfahren wollt, dann checkt den Link in der Infobox.